Zwischendurch mal ein bisschen was anders. Jeder Mensch braucht Vitamine, wie ihr wisst. Und jede Pflanze braucht natürlich auch Vitamine. Es gibt natürlich schon einige Düngerhersteller auf dem Markt. Heute möchten wir euch mal was Neues vorstellen. Und zwar, das sind die Jungs aus Kanada von Innovating Plant Products. Die haben sehr tolle Produkte. Und dazu wird euch der Oliver jetzt mal ein bisschen mehr erzählen. Viel Spaß dabei. Schön, dass du da bist. Danke. Habe ich das richtig ausgesprochen? Innovating Plant Products, fast. Gut, mit ein bisschen Anlauf. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, denn auf der Pulle steht ja auch Hack, aber die Firma heißt Innovating Plant Products. High Output Garden ist eine unserer Basislinien. Mhm. Das Three-Part, eh bekannt, Grow Micro Bloom. Wir haben noch eine Two-Part-Linie, die dann nicht High Output Garden heißt, aber das ist jetzt ein Teil unserer Linie, der eben diesen speziellen Namen hat. Gut, würdest du deine Produkte jetzt mal vorstellen, kurz so im Schnelldurchgang, was anders ist oder was besser ist zu anderen? Oder? Im Prinzip ist es das bewährte Three-Part-System, Grow, Micro und Bloom. Was bei uns vielleicht einen Unterschied macht, ist, wir verwenden wirklich nur die besten Rohstoffe, die wir weltweit finden können. Jeder Inhaltsstoff, den wir haben, ist Pharmaqualität. Wir kaufen auf der ganzen Welt ein, aus Israel, aus Polen, aus Deutschland etc. Das heißt, jedes Produkt, das da drinnen ist, ist immer die Top-Qualität von diesem Inhaltsstoff, den du weltweit finden kannst. Okay. Zusätzlich haben wir die Basis noch ein bisschen aufgewertet. Wir haben zum Beispiel im Grow und im Bloom haben wir Fulvinsäure drinnen, das wir auch als Goldstorm als Einzelprodukt anbieten. Wir haben Carbs drinnen im Grow und im Bloom. Was ist Carbs? Kohlenhydrate, okay. Zucker, bekannt für die Blüte. Denke ich, muss man nicht viel mehr sagen. Ja, viele Zuschauer wissen es halt nicht, deswegen. Okay. Ich muss die dummen Fragen stellen. Ja, wir haben Fulvinsäure drinnen, wir haben Carbs drinnen. Im Micro haben wir Huminsäure zugesetzt, was zwei Vorteile hat. Einerseits, dass du, wenn du die komplette Linie nimmst, an den Additiven ein bisschen sparen kannst, weil wir einiges davon schon in die Basis reingepackt haben. Andererseits natürlich, dass wenn sich jemand nicht die ganze Linie leisten will, er auch mit der Basis alleine gute Erfolge erzielen kann, ohne zusätzliche Additive kaufen zu müssen. Okay. Das heißt, prinzipiell kannst du es auch als Alleinprodukt verwenden, ohne eine ganze Linie kaufen zu müssen. Was ich von anderen Herstellern auch kenne, ist natürlich für Bloom und für Grow. Warum gehört jetzt das Micro eigentlich zum Basisdünger? Das Micro ist aus dem Grund ein Teil des Basisdüngers, weil da Calciumnitrat enthalten ist. Calcium ist natürlich auch ein Nährstoff, den die Pflanzen braucht, den man aber in die anderen Produkte nicht einbinden kann, weil er Salze bindet in anderen Produkten und das zur Verklumpung führen würde. Deswegen gibt es die drei Produkte extra und sollten auch extra angemischt werden, und um zu verhindern, dass sich die Salze binden und eben damit die Löslichkeit gewährleistet ist und damit sich nichts absetzen kann etc. Jetzt habe ich gesehen, also ich habe eigentlich nach eurem Schema gedüngt, und ich habe mich eigentlich gewundert, dass sich das alles so gut zusammen verhält. Ja, also ihr habt ja mehrere Produkte, die wir dann auch noch vorstellen werden. Ihr habt also eure Produkte auch alle so abgestimmt, dass man im Grunde genommen alles zusammen verwenden könnte auch, ne? Alles zusammen verwenden sollte. Sollte, ja. Für ein optimales Ergebnis. Ja, die Linie ist natürlich aufeinander abgestimmt, die Mengenangaben sind aufeinander abgestimmt, die pH-Werte sind aufeinander abgestimmt und die EC-Werte, so dass bei Verwendung der kompletten Linie solltest du gleich den perfekten pH-Wert haben, du solltest gleich den richtigen EC-Wert haben, und der ist auch stabil, das heißt, du kannst es anrühren, du kannst es anmischen und eine Woche stehen lassen und der pH-Wert bleibt stabil, der EC-Wert bleibt stabil, es setzt sich nichts ab. Du siehst das hier am Boden, wir haben keine Rückstände. Das bleibt für immer so. Wir haben ein spezielles Verarbeitungsverfahren und ein Filterverfahren, um eben zu gewährleisten, dass es keine Feststoffrückstände gibt, die sich absetzen können, die irgendwelche Lines verstopfen können etc. Kann man darüber was sagen, oder möchtest du darüber was sagen, wie das mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis aussieht gegenüber anderen Düngerherstellern? Ja. Kann man dazu was sagen? Man kann dazu was sagen. Wir sind mit der Linie im guten Mittelfeld, würde ich sagen. Die Leistung spricht für sich, da möchte ich nicht zu viel versprechen, sondern soll sich jeder selbst davon überzeugen, was er damit erreichen kann. Aber preislich sind wir gut dabei, gutes Mittelfeld, und die Ergebnisse sprechen für sich, denke ich. Das auf jeden Fall. Gut, das kann ich euch natürlich, ich weiß, ich bin ein vertrauenswürdiger Mensch,
Ihr habt, glaube ich, von der Bewässerungsanlage, die wir euch letztes Mal vorgestellt haben, schon ein paar Ergebnisse gesehen. Auch da haben wir schon mit diesem Produkt gearbeitet und die Pflanzen sehen wirklich top gesund aus, wachsen. Also da kann ich nur empfehlen, testet es einfach selber. Ja. Jetzt habe ich gehört, ihr habt gegenüber anderen auch noch den Vorteil, ihr habt eine eigene Mine in Kanada? Wir haben eine eigene Mine in der Whopper Bay, wo wir den Rohstoff Leonardit, das ist ein Gestein, für unser Blackstorm und Goldstorm selbst abbauen. Das heißt, vom Erdreich bis in die Flasche ist die Produktion quasi in unserer Hand. Das ist ein Produkt, das kann uns niemand nachbauen. Wir haben ein patentiertes eigenes Extraktionsverfahren entwickelt, damit wir da eben gleichbleibende Qualität und Tiptop-Qualität garantieren können. Das ist ein reines Naturprodukt, biologisch natürlich und auch wichtig. Auch wichtig heutzutage, ja. Geht natürlich leider nicht bei allen Produkten, aber im Prinzip ist bei der Linie, was Bio geht, ist Bio. Die Zusätze sind zum größten Teil Bio. Bei der Basis ist es natürlich dadurch, dass da Salze enthalten sind, die aus der Industrie kommen, schwierig. Aber alles andere, wir produzieren unsere eigenen Aminosäuren. Wie gesagt, soweit wir das kontrollieren können, sind alle unsere Inhaltsstoffe aus biologischen Quellen, werden aus quasi Fairtrade-Quellen bezogen, nicht aus China oder anderen Billiglohnländern. Das heißt, bei uns geht es eben hauptsächlich um die Qualität des Endprodukts, dass wir dem Kunden das Beste für sein Geld bieten können. Mhm. Wir kommen ja aus dem medizinischen Bereich, wie du weißt, in Kanada mit kommerziellen Anbaubetrieben etc., wo es einfach nur um die Qualität der Produkte und um die Qualität des Endproduktes geht. Da kommen wir her und das wollen wir den Leuten bieten. Was ich übrigens noch festgestellt habe, was ich auch sehr toll finde bei dem Produkt, bei vielen ist es so, dass du nach dem Düngen ein, zwei Tage das unheimlich geruchsbelästigend ist. Das habe ich bei euch auch überhaupt nicht festgestellt. Also es riecht wirklich auch nach zwei Wochen noch recht angenehm, muss ich sagen. Ja. Also das habt ihr echt gut hingekriegt. Das liegt unter dem Darm. Wir verwenden natürlich auch Seaweed, also Algen. Allerdings nicht in seiner Rohform, sondern als Granulat. Das ist ein Extrakt, das geruchsarm ist, das aber dieselben positiven Vorteile hat und achten halt darauf, dass das Produkt auch schön anzuschauen ist und nicht nur gut funktioniert, beziehungsweise schön nicht unangenehm riecht, da natürlich da keine tierischen Produkte wie Fischrückstände oder Kutung oder sonst was verarbeiten wir da natürlich nicht, auch wenn der Großteil der Linie aus biologischen Quellen kommt. Jetzt haben mir eure Produkte so gut gefallen. Jetzt dachte ich, wir müssen auch nicht nur den Grunddünger vorstellen, sondern wir zeigen den Leuten auch mal, was ihr da noch für andere Zaubermittel habt. Sehr schön. Ihr seht schon bei uns im Hintergrund, es handelt sich hier um Ultimate B, dann um den Goldstorm und den Blackstorm. Und was das jetzt genau auf sich hat, das sagst du uns jetzt. Gerne. Zuerst haben wir unser Blackstorm. Huminsäure ist, glaube ich, nicht für jeden ein neues Thema. Die Vorteile von Huminsäure für jede Pflanze sind endlos. Da könnte man jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Aber die wichtigsten Sachen sind verbesserte Nährstoffaufnahme, bessere Zellteilung, wertet das Erdreich auf, bessere Pufferungsfunktionen der Erde, Wurzelwachstum, fördert die Photosynthese, zieht Schwermetalle aus den Pflanzen und verhindert, dass sie Schwermetalle aufnehmen etc. Das verarbeiten wir, wie wir ja eh schon letztes Mal gesagt haben, selbst. Also wir bauen in unserer eigenen Mine Leonardit ab, verarbeiten das nach einem eigens entwickelten Verfahren weiter und haben quasi den ganzen Prozess in unserer Hand. Goldstorm, Fulvinsäure ist eine Weiterverarbeitung daraus, das heißt prinzipiell derselbe Rohstoff, aber weiterverarbeitet in zu Fulvinsäure, das eben dann auch als Blattspray verwendet werden kann etc. Okay, das heißt also, das sind eigentlich eher Komponenten, das eine sprühe ich eher und das eine gieße ich eher mit? Du kannst mit beiden beides machen, allerdings die Vorteile, die du mit Blackstorm in der Erde erreichst, kannst du quasi noch verbessern am Blattwerk, in dem du Goldstorm sprühst. Ich habe noch mal zu den ganzen Produkten. Habt ihr für Hydro, also euer Dünger kann man eigentlich für alle Medien
nehmen, ne? Ja, prinzipiell, die Pflanze braucht ja dieselben Nährstoffe, egal wo du sie einsetzt, in welches Medium. Das heißt, im Prinzip verwendest du immer die ganze Linie, aber in einer anderen Zusammensetzung. Das heißt, Hydro fährst natürlich ein bisschen mehr als in Erde zum Beispiel, aber im Prinzip ist die Linie immer dieselbe. Wir bieten aber natürlich Düngeschemen an für jedes Medium, das du dir ausgesucht hast. Das kannst du zum Ultimate Bay sagen. Da haben wir quasi alles reingepackt, was gut für Pflanzen ist. Da haben wir unser Blackstorm drinnen, wir haben Enzyme drinnen, wir haben Auxine, Zytokinine drinnen, wir haben Carbs drinnen, wir haben Aminosäuren drinnen, wir haben Vitamin B1 drinnen. Alles aus natürlichen Quellen. Es ist Seaweed drinnen, es ist Kelp drinnen. Und wie gesagt, das ist ein reines Bioprodukt. Alles, was da drin ist, stammt aus rein natürlichen Quellen. Also das kannst du auch, wenn du auf Bio fährst, kannst du das bedenkenlos anwenden. Das ist also auch mehr zum Sprühen oder beides? Das ist beides. Mhm. Das weckt tote Pflanzen auf, damit kannst du wirklich alles machen. Speziell beim Wurzelwachstum, wir zeigen es eh nachher, wir haben was vorbereitet. Du kannst es aber auch als Blattspray oder solltest das sogar im Wachstum auch als Blattspray anwenden. Am besten wäre, bis zur zweiten Woche Blüte nimmst du abwechselnd Goldstorm und Biblas. Entweder 1 Milliliter pro Liter Wasser oder 4 Milliliter Goldstorm pro Liter Wasser und verwendest das abwechselnd als Blattspray, nicht auf einmal. Da musst du nicht aufpassen, das erhöht deine C nicht, das kannst du auch ins Dünger, in den Tank leeren. Und du wirst sehen, dass die Pflanzen viel grüner, vitaler sind, besser ausschauen. In der Stecklingszucht habe ich jetzt schon mitbekommen, ich kann da bis zu 3-4 Tagen schneller wurzeln. Es ist unglaublich. Ich werde dafür nicht bezahlt, Leute. Du hast aber was vorbereitet, ne? Also in der Stecklingsfirma, wo wir jetzt sind, der arbeitet auch schon mit diesen Produkten und deswegen können wir euch sogar schon ein paar Ergebnisse zeigen. Ja, wir haben da was vorbereitet. Wir haben einmal mit einem Konkurrenzprodukt gedüngt. Selbe Sorte, gleich alt. Einfach nur als kurzen Vergleich. Das ist mit IPP, das Ganze schon ein bisschen größer. Kommen die Wurzeln ein bisschen besser raus. Nur damit es was zum Schauen gibt. Ja, und ich merke auch, man hat bei manchen Wurzeln hat man wirklich nur diesen einen weißen Strang. Und bei euch sieht man wirklich, wie die förmlich explodieren. Also die Stränge an sich noch, als wenn die noch so Seitentriebe bilden wollten. Ja, also das ist das Blackstorm und das B-Plus in Kombination. Wurzelwachstum ist halt eins unserer eines der Dinge, mit denen wir am meisten hervorstechen können, wo wir am meisten Unterschied zu anderen Produkten feststellen können, ist eben das Wurzelwachstum, was dann liegt, dass es einfach natürliche Produkte sind und nichts drin ist, was die Pflanze nicht wirklich braucht und in einer Zusammensetzung, die sie wirklich braucht. Und weiter geht's im dritten Teil. Ja, jetzt hast du mir noch ein paar Spezialsachen hier hingestellt. Erklärst du unseren Zuschauern mal, was das auf sich hat, gerade mit dem Carb? Gerne. Das sind halt noch ein paar Zuckerl für die Blüte, die wir heute mitgebracht haben. Einerseits das Carbs. Die Verwendung von Kohlenhydraten ist, glaube ich, für die wenigsten was Neues. Kohlenhydrate spenden nicht nur Menschenenergie, sondern auch Pflanzen. Pflanzen versuchen, Kohlenhydrate aus der Umwelt zu absorbieren. Deswegen die Gabe von extra Kohlenhydraten. Die Theorie ist, die Pflanze verschwendet ihre Energie nicht damit, Kohlenhydrate aus der Umwelt zu absorbieren, sondern kann sich aufs Wachstum konzentrieren, indem du Kohlenhydrate zugibst. Wir haben es zwar in der Basis drinnen, okay. Wir haben es in der Basis drinnen, das heißt, du musst es nicht dazugeben, aber wer es probiert, wird überzeugt sein, es packt echt noch einmal ein bisschen was dazu beim Ergebnis. Wir haben 4 Sorten Kohlenhydrate, 2 komplexe, 2 einfache, die sich gut ergänzen, die Pflanze gut absorbieren kann und wie gesagt, da kannst du echt noch mal was drauflegen. Okay. Gibt es auch in handlicheren Flaschen? Gibt es natürlich alles auch in handlicheren Flaschen und noch unhandlicheren Flaschen. Die Standardgrößen sind prinzipiell, außer beim Biblas, das wir letztes Mal gesehen haben, das fängt schon kleiner an, weil das ziemlich konzentriert ist. Da beginnt es bei 100 Milliliter und geht bis 200 Liter. 200 Liter? 200 Liter, ganz einfach über den Shop bestellen, in einem Tag da. Alle anderen Produkte beginnen bei 0,5 Liter und gehen auch auf bis 200 Liter, ist Standardgebinde bei uns. Okay. Kann man eigentlich sagen, was man
für einen sechswöchigen Wachstum oder für eine Growphase ungefähr an Dünger braucht? Kommt man da mit einem Liter pro Du brauchst, das kommt natürlich auf den Umfang an. Im Prinzip auf einen Quadratmeter kannst du sagen, dass du mit einem Viertel Liter von den Zusätzen und einem halben Liter bei der Basis gut aufgestellt bist. Okay. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Da gibt es noch ein Jet Fuel. Jet Fuel. Hört sich an, als wenn die Pflanzen damit fliegen können. Fast. Das ist unser Finisher für die letzten zwei Wochen vorm Spülen. Es sind nochmal ein paar Mikro-Makronährstoffe drinnen, die nochmal einen Energieschub geben, okay, für die Härte, damit die Frucht kompakter wird und härter wird. Also wie gesagt, um sie wirklich reifen zu lassen, okay, fürs Ende. Dann haben wir noch unsere zwei Pulverzusätze, Bud Fusion und Red Sun. Red Sun ist unser Initiator, schickt die Pflanze fast eine Woche früher in die Blüte, sie hört auf sich zu strecken, du hast mehr Blütenstämme, den Stamm rauf und runter, ist aber nur für die erste Woche der Blütephase, also nur für die Umstellung, sie switchen einfach viel schneller in die Blüte. Und vorsichtig sein, Leute, das ist wirklich grenzgenial, aber man muss es auch wirklich mit Vorsicht dosieren. Immer den EC-Wert nachmessen, ein halbes Gramm vermessen, haut ja da den EC-Wert zusammen. Weil das soll ja auch echt Energie geben und dementsprechend ist es auch hoch dosiert. Also da echt aufpassen bei den Produkten. Bud Fusion ist fürs Volumen, das Gewicht zulegt. Wie gesagt, genauso vorsichtig dosieren. Aber das in Verbindung mit dem Jet Fuel für die Blüte, das ist echt Top-Ergebnisse. Top-Endergebnisse. Und dann logischerweise zum Spülen unser Typhoon Cleanse. Für die letzte Woche, das fragt mich immer jeder, ich sage natürlich nicht, was drin ist, es ist eine spezielle Ascorbinsäure und bei dem Produkt macht die Verarbeitung den Unterschied. Das kannst du zum Beispiel auch verwenden, um Überdüngungserscheinungen auszukurieren. Da gibst du einfach mal 4 Milliliter auf einen Liter Wasser und spülst es einmal durch, 2-3 Tage und fährst dann mit dem normalen Düngeschema weiter. Also wenn du Versalzungen siehst oder gelbe Blätter, was auch immer, das kannst du auch mit dem beheben. Und was ich noch festgestellt habe, die meisten spülen ja ihre Pflanzen am Ende nur mit Wasser aus. Da wird oft gar nicht alles ausgespült, weil gerade die Versalzungen an den Wurzeln das gar nicht richtig durchlassen. Da hilft das unheimlich, nachher auch noch den Geschmack und den Geruch zu verbessern. Ja? Also da kann ich das echt empfehlen. Stimmt, das zieht alle anorganischen Stoffe aus der Pflanze. Das macht die Ascorbinsäure, die in jedem Spülprodukt enthalten ist. Die macht einfach den Unterschied. Du hast keine Düngerrückstände etc. drin und einfach besseren Geschmack. Also liebe Leute, wer sich jetzt noch erinnern kann, wo unsere Mine in Kanada liegt, kriegt als kleines Geschenk noch ein Starterpaket zugeschickt. Schickt einfach ein Mail an CIA.tv. Falls ihr es nicht mehr wisst, schaut es auf der Homepage nach und viel Spaß beim Brown. Und wie immer, wenn ihr diese tollen Gewinne abräumen wollt, schreibt an gewinn@legalize.eu. Ist auch unten eingeblendet. Viel Glück und viel Spaß. Wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben, dann fragt bitte mal bei eurem Händler nach, wann es dieses Produkt endlich zu kaufen gibt. Aber wir sind dabei und hoffen, dass ihr auch bald dieses Produkt bei eurem Händler kriegen könnt. Testet es, Leute, es lohnt sich wirklich. Oliver, danke. Danke, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.